Der Traum von der Karriere auf dem Catwalk. Aus ganz Deutschland lockt er Mädels nach Würzburg zum Regionalcasting für den Elite Model Look 2013. In einem Kaufhaus stellen sich über 60 Bewerberinnen den kritischen Blicken der Jury. Klar, dass da der Puls ganz oben ist. Gerade geht's noch, aber ich glaube, gleich wird's mehr. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich bin nur 1,71. Könnte sein, dass ich deswegen gleich rausfliege. Am Jurytisch sitzt eine, die es geschafft hat. Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin Nele Hehemann, die seit 2010 als Model schon eine Menge Erfahrung gesammelt hat. Aus der gleichen Erfahrung würde ich den Mädels mit auf den Weg geben, dass sie es einfach nicht zu ernst nehmen. Weil wenn man da ein bisschen locker dran geht, dann kann man das Ganze viel mehr genießen. Und das ist doch auch eine tolle Erfahrung. Jeder guckt einen an, man stolziert über den Laufsteg. Und man macht sich aber da selbst viel zu viel Druck. Aber vielleicht sage ich das jetzt auch nur. Im Nachhinein kann man immer sagen, ja, nimm das alles ganz locker. In Würzburg schaut sie sich die vielen Mädchen ganz genau an. Mal ein etwas anderer Blickwinkel neben dem Modeljob. Ein bisschen allerdings mit schlechtem Gewissen. Normalerweise bin ich ja immer sehr viel unterwegs und man hat hier und da einen Job. Aber ehrlich gesagt, ich habe gerade Klausurenphase. Letzte Woche erste Klausur, nächste Woche drei Klausuren. Und ich verbringe meinen Tag hier. Wer es in die Finalrunde schafft, wird erst einmal gestylt. Da hat sich das Casting doch auf jeden Fall gelohnt. Wahnsinnig toll. Also ich bin sehr, sehr froh. Naja, jetzt sage ich, glaube ich, keiner so damit, aber man hofft es natürlich. Der Siegerin winkt übrigens die Teilnahme am Deutschlandfinale im Oktober 2013 in München. Vielleicht das Sprungbrett zur erfolgreichen Modelkarriere. Yeah,